Wie wir alle wissen, gibt es Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten, die entsprechende Stärken und Schwächen enthalten. Und daraus abgeleitet entwickeln sich Einsatzbereiche, so auch im Vertrieb. Und immer wieder in Trainingsprozessen und auch online bekomme ich die Frage gestellt, was macht denn jetzt eigentlich mehr Sinn für die Zukunft? Ist es eher der Innendienst oder ist es der Außendienst? Und ich habe da eine sehr klare Meinung zu und möchte dir mal 5 Fragen stellen, die dir dann auch helfen, die richtige Entscheidung für dich zu treffen. Wann machen wir das? Wie immer nach dem Intro. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist. Und wir springen mal direkt rein in die Thematik. Immer wieder Innendienst, Außendienst, was macht für die Zukunft mehr Sinn für mich? Wo bin ich richtig aufgestellt? Wo liegen meine Stärken, meine Schwächen? Eine Frage, die uns sehr oft begegnet. Und um sie zu beantworten, brauchen wir erstmal die Herkunft dieser Unterscheidungen. Also wer hat sich denn damals mal überlegt, okay, es gibt irgendwie den Außendienst, eine Außendienstmannschaft, die sind halt im Zug oder im Auto oder im Flugzeug unterwegs. Und es gibt den Innendienst, der sitzt bei uns in der Zentrale. So ein Vertriebssystem aus der alten Zeit. Ja, und damals haben wir sehr, sehr klassisch unterschieden in diese beiden Bereiche. Die Annahme, die dahinter liegt, und ich zitiere an dieser Stelle Reinhold Wirth, der das Schraubenimperium aufgebaut hat, Außendienstler gehören auf die Straße. Die ist in der heutigen Zeit überholt und aus meiner Sicht schon seit 5, 6, 7, vielleicht 10 Jahren alles andere als zeitgemäß. Denn nur da draußen rumfahren, um irgendwie CO2 zu produzieren und den Tank immer schön aufzufüllen, das ist nicht der Job im Außendienst. War aber lange die Annahme, denn hier geht es um verkaufsaktive Tätigkeiten. Ja, was ist das? Die Kundenansprache, in den Kundenprozess reingehen, die Bedürfnisse erkennen, Bedarfsanalyse durchführen, dann den Nutzen präsentieren, irgendwie in den Abschluss, Einwand, Preis einsteigen, am Ende glückliche Kundinnen und Kunden. Das ist so alles, was verkaufsaktiv ist. Viel von dem, was jetzt danach kommt, so dieses After Sales, ne? Irgendwie Nachbereitung des Gespräches, die Eintragungen in verschiedene Systeme, die Angebotserstellung, das Rausschicken des Angebotes, das Nachfassen, vielleicht auch später in dem Kundenprozess irgendwie eine Reklamation und einzelne Potenziale für mehr Umsatz, sprich Cross-Selling und Upselling, das sind sicherlich alles Bereiche, die dann halt aus dem verkaufsaktiven Außendienst in den eher administrativ gestalteten Innendienst abgegeben wurden. Ja, und so gibst du dir halt diese Bereiche, Aufgaben immer wieder hin und her, um den Kunden, um die Kundin maximal glücklich zu machen. Das ist die alte Annahme. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die letzten Jahre denken, Kommunikation hat sich verändert. Also wie viel sind wir wirklich noch in der synchronen Kommunikation tätig und wie viel wurde jetzt schon ins Asynchrone verlagert? Also synchron bedeutet ja immer, wir sind an dem gleichen Ort zur gleichen Zeit, auch wenn es ein Online-Meeting ist, sind wir in diesem Online-Meeting oder bei dir im Büro oder zusammen am Telefon. Alles, was asynchron ist, ist irgendwie eine WhatsApp-Kommunikation, Messenger oder die klassische E-Mail. Das ist ja alles so, okay, ich entscheide, wann ich diese Informationen mir rausziehe. Und wenn wir diese Veränderung einmal betrachten, dann verändert sich auch das Bild, denn du musst in dieser Position nicht immer beim Kunden vor Ort sitzen, um irgendein Geschäft tätigen zu können. Das ist uns, glaube ich, schon ein paar Jahre bekannt. Und gerade die Akzeptanz im Online-Meeting, gerade das Telefon als Akquisemittel, hat schon dafür gesorgt, dass sich sehr, sehr viel in diese Richtung verlagert hat, Innendienst, was auch verkaufsaktiv ist. Und es wird immer mehr. Und das ist schon mal die entscheidende Aussage. Es wird tendenziell immer mehr, weil das bloße Verkaufsaktive draußen rumfahren immer weniger wird. Und ich glaube, das sollte klar sein, nachdem, was uns jetzt die letzten 1,5 Jahre passiert ist und nachdem die Akzeptanz für zum Beispiel das Online-Meeting so krass gestiegen ist. Du musst ja immer sehen, im synchronen Bereich hast du ja die Möglichkeit, ich bin am Telefon. Telefon bedeutet, ich habe meine Stimme, also wie ich etwas sage, und ich habe die Sprache, was ich sage. Wenn ich jetzt noch eine Ebene dazu nehme,
Dann habe ich zum Beispiel das Online-Meeting, das Visuelle noch draufgeschaltet. Ne? Ich sehe irgendwie Mimik und Gestik, nicht für die, die unterm Tisch irgendwie zappeln, aber im sichtbaren Bereich kann ich mit Mimik und Gestik arbeiten, kann verschiedene Ebenen auch irgendwie ausnutzen und Bewegung da reinbringen, kann schon mal meinen Gegenüber mehr mit in meinen Film holen, in das Bild holen. Und was jetzt noch dazu kommt, es wird schwierig, jetzt fehlt mir irgendwie eine dritte Hand, wäre die Perspektive, ich begebe mich emotional in denselben Raum, ich bin ja ein Mensch, ein soziales Wesen mit einem anderen sozialen Wesen zusammen, jetzt spüre ich das genau da, nämlich im Bauchbereich. Na, dann verlasse ich so ein bisschen die Ratio, gehe in die Motio, die Emotion und hole das noch mit dazu. Und diesen Unterschied haben wir nach wie vor nur im Außendienst. Wie ihr wisst, arbeiten wir mit einem Partner in der künstlichen Intelligenz zusammen. Wir gehen immer stärker zusammen, die Trainingswelten entstehen, es wird interaktiv, es wird cool. Was die KI noch nicht kann, Gefühle, Emotionen entwickeln, das ist das, was da fehlt. Und ob sie es jemals kann, naja, die Frage ist noch relativ unbeantwortet. Von daher die gute Nachricht an alle Außendienstmenschen, die jetzt denken, was erzählt der Typ da für einen Schwachsinn? Ihr dürft weiter eurem Job nachgehen, auch noch in den kommenden Jahren. Allerdings mit diversen Verschiebungen in den Innendienst. Und jetzt kannst du ja das eine oder andere nicht ausschließen. Also, das haben wir hier gerade schon in der Vorbereitung des Videos besprochen. Streichen wir mal da oben das Oder durch und gehen vielleicht mal eher in eine Und-Annahme. Also ist vielleicht Innendienst und Außendienst für dich möglich. Denn der einzig logische Unterschied für mich ist, sagst du, pass mal auf, ich sitze hier in Münster am Hafen, ne? Neben der Hafenkäserei. Ich habe die Fressmeile vor mir, ich habe ein töftes Leben, weil ich habe irgendwie 3 Kilometer bis zu meiner Familie und ich fahre mit dem E-Fahrrad. 3 Kilometer vielleicht auch mit dem normalen Fahrrad. Alles ist schick. Ich fahre da nicht nach Stuttgart, damit ein Kunde mir einen Auftrag unterschreibt. Das ist ja eine komplette Fehlannahme. Dann bist du hier in der Zukunft mit viel Sinn richtig aufgestellt. Wenn du sagst, du pass auf, ich brauche das ab und zu mal, dass ich auch mal rauskomme, dass ich mal was sehe, dass ich mal was anfassen kann. Also jetzt vielleicht nicht Kundin oder Kunde, aber vielleicht mal ein Produkt in die Hand nehme. Kunststofftechnik haben wir gerade drüber gesprochen. Da soll irgendwie das Produkt beim neuen E-Porsche ausgetauscht werden, die Mittelkonsole. Und dann muss ich das mal in der Hand haben, mal fühlen. Das Haptische, das fehlt mir in der Online-Welt. Dann macht das Sinn und es macht in vielen Branchen noch Sinn, dass wir über Außendienst nachdenken. Doch nochmal, das wird weniger. Da werden sich nur die aufstellen, die sagen, hey, da habe ich auch mal Bock drauf, nach Stuttgart zu fahren, auch wenn es in Münster wunderschön ist. Das wird weniger und das wird mehr, weil wir hier die Annehmlichkeiten erkennen. Auch das im Homeoffice arbeiten, natürlich feiere ich das, wenn ich sage, der erste Kunde ist in Stuttgart, der zweite in Berlin, der dritte in Hamburg, der vierte in München und der fünfte in Zürich. Weil könnte ich mit dem Auto gar nicht abbilden, da bräuchte ich irgendwie ein Privatjet und dann hätten wir schon wieder auf der Umweltskala irgendwie ein Thema. Also sehen wir es doch eher als gelungenes Miteinander. Ich kann euch aus verschiedenen Projekten sagen, einfach ist die Zusammenführung nicht. Definitiv nicht. Gerade wenn du hier sehr, sehr viele Jahre investiert hast und sagst, hey, ich weiß vielleicht gar nicht, wie es in diesem Bereich aussieht. Naja, dann musst du natürlich verschiedene Dinge auch zulassen. Da musst du dich mit Remote Selling beschäftigen. Da musst du dich fragen, wie kriege ich eine Emotion ins rational getriebene Online-Meeting rein? Wie kann ich am Telefon, trotz dass ich nur Stimme und Sprache habe, glänzen? Wie kann ich meinen Auftritt verbessern? Was kann ich dafür tun, um meine Power voll zu entfalten? Da wird sehr viel Musik spielen für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, in den Vertrieb einzusteigen. Da wird sehr viel Musik drin spielen für alle, die schon im Innendienst sind, die sagen, hey, ich will aber mehr in die verkaufsaktiven Bereiche. Das wirst du bekommen. Da wird extrem viel passieren. Es wird einzelne Arbeitsplätze geben in Unternehmen, nicht mehr personenbezogen, sondern themenbezogen, dass du sagst, hey, das sind die Online-Meeting-Arbeitsplätze, da sind die Telefon-Arbeitsplätze und da steht das Poolfahrzeug, wenn mal jemand rausfahren muss. Und so verschieben sich die einzelnen Elemente zu einem ganz großen Und, statt irgendwie für oder gegen etwas zu sein. Und ich kann dir sagen, dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß. Wenn du immer nur sagst, hey, ich finde das eine cool oder ich finde das andere cool, dann wird es halt irgendwie schwierig und dann reibt sich das so ein bisschen auf. Wenn wir früher vor 5, 6, 7 Jahren die Verkaufstrainings gemacht haben im Außendienst und das Thema hieß dann Telefon, dann hast du gemerkt, wie es da zu gewissen Abneigungen kam, weil einfach das Visuelle gefehlt hat. Also nehme ich das Visuelle wieder hier mit rein, Thema Online-Meeting, kann ich wieder hier mehr punkten und fahre dann nur noch bei Bedarf raus. Das ist für mich das neue Bild,
das ist für mich das, was in Zukunft entstehen wird. Kunden, Kundinnen halten, Kundinnen gewinnen und das im Austausch zwischen diesen beiden Ebenen beschriebenen Bereichen. Dann gehen wir jetzt mal in die 5 Fragen rein, die dir bei deiner Entscheidung für die Zukunft helfen können. Und wir blenden die einfach mal unten nacheinander ein. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was verkaufst du wo an wen? Relativ simple Frage, die sehr viele Antworten liefert. Was verkaufst du wo an wen? 3 Elemente sind dabei und wenn du die schon mal beantwortest, dann hast du einen ersten Satz, der Rückschlüsse zulässt für Nummer 2, dein Vertriebssystem. Die Frage ist, wie ist dein Vertriebssystem aufgebaut? Wie funktioniert das in eurer Company? Wie geht ihr da vor? Ja, das ganze System im Vertriebsprozess, wo auch, Achtung, Marketing und IT, also Technologien natürlich dazugehören. Die dritte Frage lautet, wie ist dein Verkaufsprozess dargestellt und welche Bestandteile sind darin enthalten? Also wie gehst du vor? Ich gebe dir ein Beispiel, meine Meinung, wir werden in Zukunft nur noch Digital First Vertriebssysteme haben. Das heißt, bevor du das erste Mal mit einem Menschen in Kontakt trittst, hat irgendwo schon mal eine Marketingbegegnung stattgefunden. Und wenn wir jetzt in einem ersten Prozessschritt sind, und wir machen es jetzt mal am Beispiel RW Trainings, dann lautet das bei uns fix definiert und da gibt es keine Verschiebungen, ein First Online Meeting. Das ist der erste Schritt im Vertriebsprozess. Der zweite Schritt ist dann ein Follow-up Meeting. Das kann wiederum online, kann aber auch face-to-face durchgeführt werden. Je nachdem, wie viel Bedarf ich geklärt habe, je nachdem, wie viel Verbindlichkeit da drin ist. Je nachdem, wie weit ich vielleicht auch fahre und wie lange ich unterwegs bin. Und nur in Stufe 2 gibt es die Unterscheidung. Stufe 1 ist fix. Und dadurch hast du auch wieder Schlussfolgerungen auf Frage 4. Wie viel Online-Meeting-Potenzial siehst du in deinem Verkaufsprozess? Dein Verkaufsprozess ist Bestandteil des ganzen Vertriebssystems. Und damit haben wir dann am Ende des Tages noch die 5. Frage. Was sagt dein Herz? Was sagt dein Bauch? Was begeistert dich? Was machst du gerne? Bist du verkaufsaktiv? Bist du administrativ? Also es gibt ja viele, die arbeiten administrativ und sagen, hau mir bloß ab, ich rufe keinen Kunden an. Also da kriege ich ja Masern und Ausschlag und Durchfall und alles zusammen. Habe ich keinen Bock drauf? Lass mich hier so ein bisschen mit meinen Zahlen, euch gute Informationen liefern. Big Data, das ist mein Ding. Alles gut. Machst du das umgekehrt mit mir und sagst, ab heute Pivot-Tabellen erstellen bei Excel, ja dann strick24.de, weil macht das für mich alles keinen Spaß und keinen Sinn mehr. Ne? Und genau das ist ja die Frage, was sagt denn jetzt dein Herz, wo willst du hin? Wie schaffst du es, morgens zur Arbeit zu gehen und zu sagen, hey, ich habe richtig Bock auf meine Aufgabe und bist du dann vielleicht auch bereit, mal in irgendein Verkehrsmittel deiner Wahl zu steigen, um zu sagen, ich fahre mal raus zur Kundin, zum Kunden und das ist die Unterscheidung. Ich hoffe, wir konnten dir mit diesem Video etwas helfen, ob du im Innendienst oder im Außendienst zukünftig richtig bist. Wie gesagt, die Unterscheidungen zwischen den Bereichen, die sind viel, viel kleiner geworden. Wir wachsen da stärker zusammen und damit möchte ich abschließen. Wir haben das Thema People, wir haben Menschen, die eine enorm wichtige Rolle spielen. Wir haben verschiedene Technologien, die wir heute schon einsetzen, die wir in Zukunft noch mehr einsetzen und miteinander verbinden werden. Und wir haben das Thema Prozesse, die wir brauchen, um einen gewissen Rahmen zu haben, in dem wir uns dann voll entfalten können. Ja, und wenn du das Ganze jetzt mal ausschraffierst, weißt du jetzt, warum ich nicht Künstler geworden bin, dann hast du verschiedene Schnittmengen. Und die, wo alle 3 sich zusammenfassen, ist vielleicht, ich mache es einfach mal als Kreis, die wichtigste für deine Entscheidung. Also schau dir das mal an, in dem Business, wo du unterwegs bist, mit den Prozessen, mit denen du arbeitest, mit den Produkten, mit denen du hantierst. Und ganz, ganz witzig und wichtig, setz dich mal auf den Stuhl deiner Kundin, deines Kunden und dann triff die richtige Entscheidung. Ich bin gespannt, was du sagst, und zwar hier in den Kommentaren. Lass mal was da. Wie siehst du gerade diese Entwicklung? Bist du eher pro Außendienst oder Team Innendienst? Lass mal deinen Kommentar da, dann können wir ein bisschen miteinander sprechen. Ich freue mich aufs nächste Video, dass wir uns wiedersehen. Bis dann, dein Robert. Ciao.